So, und auf. Okay. Ja, man sieht, dass es alles so ein bisschen, ja, als wäre es im Traum, weil es sieht aus, als würden die Gemälde einfach in der Luft schweben oder hier fehlt eine Textur. Aber ich bin mal für Option Nummer 1. Es könnte natürlich auch eine durchsichtbare, es könnte auch eine Scheibe sein, ne? Aber Ich muss einen Weg herausfinden. ich glaube mal, die schweben. Okay, wow, das Auge, das. Oh. Ja, ich fühle mich beobachtet. So, und irgendwie. Ach, da oben, die Gondel. Die macht das Geräusch. Ich wollte gerade sagen, die Klempner sind hier. Müssen wir uns in Acht nehmen, aber das ist dieses Pendel. Ist keine Gondel, das ist ein Pendel, ist das. Warte mal. Hä? Das ist der Raum mit dem Telefon, oder? Jo. Guck mal. Da ist das Telefon. Oh, warte mal, ich mach mal Licht an. Es ist tatsächlich sehr dunkel. Es ist nicht nur bei euch so dunkel, es ist bei mir auch so dunkel. Und. Wow. Da war ein Auge. Der hat Auge gemacht. Oh, hier können wir aber nicht weiter. Okay. Also Taschenlampe sollte ich schon anlassen. Erst recht hier. So, zack, ist dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Der hat da was mitgenommen. Der hat da was mitgenommen. Marmelade? Manuela Roberto. Öffnen. Oh, hier ist aber der Boden schön sauber geputzt, also. Gut, der Boden ist sauber, ne? Ich habe nicht gesagt, dass die Wand sauber ist. Was? So können wir über was klettern. Okay, weiß ich Bescheid. Da können wir nicht durch. Information 3 von 40. Foto ein weiteres Opfer. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist ein Morbius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf sieht es aus. Also wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Okay, das kommt mir doch sehr bekannt vor, das Bild, ne? Also die Situation. Die Türen gehen alle nicht auf. Wir können es versuchen, siehst du. Aber sonst wäre da auch nochmal ein Symbol. So war es zumindest bei der einen Tür. Ja, die Türen gehen alle nicht auf. Okay, hier vielleicht nochmal was? Irgendjemand dahinter versteckt? Nee, aber guck mal da, das Gemälde, das ist. Okay, das sah erst aus wie Lord Voldemort. Ja, ich glaube, dann können wir hoch, ne, eigentlich. Oh. Oh, jetzt wird's aber. Jetzt wird's. Es war gruselig bisher. Es ging aber noch. Jetzt wird's aber. Jetzt wird's aber nochmal in eine Etappe neuer, ne? Also guckt euch das mal an. Das ist wieder ein neues Level, ne? Das, was wir erreicht haben. Da haben wir auch noch mal ein paar Köpfe. Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren. Ja, da haben wir die Gemälde. Die hatten wir schon vorher. Okay. Ich glaube, wir müssen da lang. Hä? Ja, gut, nach oben müssen wir. Nach oben können wir sowieso nicht. Da ist verbarrikadiert. Da geht's sowieso nicht lang für uns. Ah, wir waren da hinten auf der anderen Seite. Ja, ich erinnere mich. Wir waren auf der anderen Seite. Hier hängen die Gemälde alle in der Luft. Ganz komische. Das Auge war doch gerade zu, oder? Oh. Das ist interessant. Ich glaube, das bedeutet im Endeffekt einzig allein nur, dass wir beobachtet werden. Ich glaube, das bedeutet das. Oh, was ist das? Oh, das ist eine Skulptur aus echten Personen gemacht. Seht ihr das? Rebirth. Also Neugeburt. Das ist. Ach, wer denkt sich sowas aus? Okay. Jemand hat hier eine Skulptur aus Überresten gemacht. Sogar mit Blumen. Okay. Gut. Wir haben hier offiziellen Verrückten im Anwesen. So, Taschenlampe ist an, ne? Okay, es ist halt so dunkel, aber mit der Taschenlampe sieht man. Das Gemälde ist leer. Das ist auch leer. Da hinten war doch gerade noch so eine Tür. Hier sind die ganzen Gemälde weg, ne?
glaube, die Person, die die Gemälde hier... Das ist ein Aufzug. Oh, oh. Die Person, die die Gemälde da entfernt hat, denkt sich wahrscheinlich, das ist doch keine Kunst. Und dann hat er diese Skulptur da gebaut und sagte sich, das ist Kunst. Ja, ich würde aber sagen, die Mehrheit würde sagen, das ist irgendwie, ja, creepy und creepypasta und, ja, gestört. Ich glaube, das ist sogar recht zutreffend, oder? Ja, natürlich gehen wir im Keller. Perfekt. Ducken, okay, das war einleuchtend. Oh, schnupp. Nein. Warum spiele ich das Spiel? Warum spiele ich das Spiel? Warum bin ich nicht dumm? Warte mal, ich bin dumm. Verdammt, ich spiele ja das Spiel. Okay, okay, okay. Da kehre ich doch schnell um. Sonst bringen die mich noch um. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Was? Was ist denn jetzt mit dem? Der stöhnt hier direkt los. Okay. Ich glaube, der hat einen ganz komischen Fetisch. Okay, komm mal her, du gibst ein gutes Bild da. Ich will aber den Schatten im Hintergrund will ich nicht so intensiv haben. Das Problem, ich habe jetzt überall Schatten im Hintergrund. Hier geht's noch. Ja. Ja, ich will den Schatten nicht im Hintergrund. So, ja, ich hol dich, okay. Hier ist wohl ein ganz arrangierter Puppenspieler am Werk. Hä? Warum ist hier auf einmal eine Kamera? Hä? Hier verändert sich doch irgendwie der Raum, oder? Ach du meine Güte. Okay, ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Oh, da war der Fotograf. Scheiße. Wer war das? Ich konnte es nicht erkennen. War das der Typ? War das dieser Typ mit dem Messer? Kann das sein? Da ist wieder dieses Auge so. Dieses, ich beobachte dich. Ah, ich glaube, jetzt sind wir wieder im normalen Raum. Okay. Oh, das war jetzt ein bisschen... Das war jetzt fast schon wieder Next Level, würde ich sagen. Oh, oh. Oh, richtig guter Spiegel. Sieht schon fast so aus, als wäre das kein Spiegel, sondern das auf der anderen Seite wirklich wer wäre. Krasser Spiegel. Oh, das ist das Foto, was von uns gemacht wurde. Aber cooler Spiegel. Wow, da war gerade eine Figur. In einem Kleid. Da war gerade irgendwer im Kleid. Wow. Was ist das? Oh, wow, wie viele Köpfe. Was? Hey, was ist das? Mach die Taschenlampe an, mach die Taschenlampe an. Lauf, lauf. Warum gucke ich nach hinten? Bin ich komplett lebensmüde? Ey, wie cool ist die denn designt? Okay, jetzt sind wir auf dem Next Level. Okay, Next Level ist erreicht, ist ja gut. Was ist das für eine Frage? Okay. Ah, ich habe eh nicht gedrückt, ich habe... Ah! Was war das? Okay, oh, wir sollten uns beeilen. Oder auch nicht. Ey, wie cool ist die denn designt? Hä? Das ist wieder so eine Skulptur, ne? Das ist eine Skulptur auch wieder. Oha, guck dich das an. Wie viele Köpfe. Das ist wieder so eine Skulptur, glaube ich. Die aber irgendwie zum Leben geworden ist. Und ja, das ist, glaube ich, eine Skulptur. Boah, ihr müsst doch mal gucken, wie viele Köpfe da gerade zu sehen waren. Und dann diese... Was zur Hölle ist das? Und dann diese schwarzen Haare. Das ist ja voll... Das ist ja fast Resident Evil hier. Oh, guck mal. Da freut man sich mal, so eine Maus zu... Maus? Wo ist die Maus hin? Maus? Oh, ich war gerade so froh. Okay, ich muss aufpassen. Die weiß, dass wir hier drinnen sind. Die ist ja nicht doof, die hat uns gesehen. Und wie die gelächelt hat. Die benutzt Easy Colgate. Ich schwör's euch. Colgate ist da. Okay.
Ja, natürlich. Ich bleib einfach für immer hier oben. Ich will gar nicht hier runter. Nichts zu hören. Was war das denn für eine Figur? Das war voll cool. Ich glaube, unser Sebastian, der findet das nicht so cool. Oh, nee. Guck. Ja, das sag ich mir aber auch. Renn, 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 renn. Ey, das fühlt sich so langsam an. Oh, wir rennen auch noch gar nicht. Kumpel, kannst du uns helfen? Oh. Das ist keine Hilfe. Ja, danke schön. Was? Quicktime-Event. Da kommt einfach ein Quicktime-Event. Okay, das war jetzt offiziell die geilste Szene bisher. Das war richtig gut. Was zum Teufel geht hier vor? Sebastian denkt sich aus, ey, kannst du mal aufhören zu sagen, das war richtig cool und voll gut designt? Junge, das Ding hätte mich fast in zwei geteilt. Ja, ist ja gut, Sebastian, ich kann dich ja verstehen. Was, automatische Gesundheit? Ja, okay. Ja, gut, automatische. Ja, das ist ja wohl selbstsprechend. Jetzt guckt, wenn wir heilen. Da stand auch was von wegen, wenn wir stehen bleiben, heilt sich das schneller. Alles klar, das ist gut zu wissen. So, Taschenlampe wieder anmachen, ich sehe nichts. Okay. Bisschen schnell die Geschwindigkeit, oder? Wartet mal ganz kurz. So. Jetzt habe ich die ein klein bisschen runtergeschaut. Ja, das ist schon besser. War ein bisschen schnell jetzt gerade. Okay. Haben wir was zum Speichern? Das wäre jetzt mal so eine Option, die ich, die ich, auf der ich gerne eingehen würde. Oh. Vor allem, wo sind wir jetzt? Wir sind ja jetzt komplett woanders, kann das sein? Und wo bin ich jetzt? Danke, Sebastian. Mann, wir verstehen uns immer mehr. Das sieht aus wie so eine Holzhütte und wir sind anscheinend in einem Wald. Jo, Tatsache. Ja, das ist, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie so eine Traumwelt, also man könnte fast denken, das ist so eine Traumwelt. Da passieren ja auch manchmal Sachen, von denen man denkt so, hä? Was soll denn das jetzt? Du bist auf einmal auf Position A, auf einmal teleportierst du dich zu Position B. Die Herkunft des Medikaments in diesem Reisespritze ist unbekannt, aber es stellt die Gesundheit wieder her. Okay. Was, Maus 3? Ah, okay. Benutzen. Wir können es aber auch in Quickslots zuweisen. Ja, das ist cool, aber ich benutze es jetzt direkt mal, weil unser Leben geht's nicht so gut. Füllt ungefähr ein Drittel wieder auf. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ah, das ist doch hier bewohnbar. Also das, hier wohnt doch jemand, oder? Ich meine, hier brennt sogar Licht, oder? Da oben, da läuft sogar Strom. Was ist das hier für ein Raum? Okay. Gibt's da irgendein Collectible, oder? Ja. Ja. Ah, guck mal. Tagebuch im verlassenen Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet... Mimimimi. Okay. Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für die ganze verrückte Scheiße, die in den letzten paar Tagen passiert ist. Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten, aber wenigstens musste ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, die haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihre Seele gnädig sein und die meiner. Ist ja auch eine Information gewesen. 4 von 10. 4 von 40. Und wir können die anscheinend nochmal abrufen, wenn wir wollen. Okay. Das heißt, im Notfall brauchen wir sie auch nicht direkt immer lesen. Ja gut, dann gehen wir nach draußen, würde ich sagen. Ah, ich fand die Szene jetzt gerade echt cool gemacht. Warum liegt da eine Waffe? Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Ja, aber wirklich, ne? Aber ich glaube nicht, dass... Ein Headshot vielleicht? Nee, 10. Vielleicht ist das der richtige Ort.
Lily, ich hoffe, du bist hier. Ne, was ich sagen wollte ist, selbst wenn jetzt, wir müssten ja voll viele Headshots verteilen, die hat ja voll viele Köpfe gehabt. Foto der Familie Castellano ist dieses Foto. Dieses Foto. Ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Lilis Atem roch nach Zuckerwatte. Okay. Und Mira sah so schön aus wie nie zuvor. Okay. Ja gut. Scheiße ist das. Das klingt... Wer ruft ihn jetzt an? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja, klar. So, ja, klar. Wir haben... Warte mal. Ach ja, wir haben jetzt eine Waffe, ne? Liegt sie da einfach rum. Er will so rausgehen, macht die Tür auf und guckt so... Oh, schönes Buch. Warte mal, schönes Buch. Guckt da drunter. Oh, eine Waffe. Auch gut. Tun wir mal auf 1. Okay, Menü, Menüs. Ah, okay, so ist das. Okay. Mausgeschwindigkeit wird niedriger, sobald ich die Waffe ziehe. Das ist immer sehr irritierend, wenn sowas passiert. Aber ist eigentlich gut so, weil ich denke mal, das könnte sich sehr gut auch im Nahkampf, ja, zeigen, ne? So, wir nehmen mal auf hier Kraut. Lecker, den Kraut hier. Können wir Gegenstände mit herstellen? Ich könnte mir denken, dass wir damit irgendwas Heilmäßiges herstellen können. Okay. So, was wollte ich sagen? Der wird unterbrochen. Genau, dieser Kommentar vorhin, dieses... Die sah so schön aus wie nie zuvor. Das klingt ein bisschen, als würde er sagen, sie sah vorher nie schön aus. Aber das ist falsch. Das klingt nur ein bisschen so, aber das ist nicht gemeint damit. Aber wenn man sich das so anhört, sie sah so schön aus wie nie zuvor... Klingt etwas seltsam, aber ist es nicht. Zumindest für mich. Da habe ich die Taschenlampe an, ja. Okay, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist denn hier passiert? Ich wollte eigentlich gucken, ob im Auto irgendwelcher Loot ist. Auf einmal liegt hier jemand drin. Hallo? Armer Mistkerl. Hier so verwesen zu müssen. Warum gleich so beleidigend? Warum ist die Taschenlampe wieder an? Hallo? So, wir sind jetzt in einem Wald. Keine Sorge, Sebastian. Hey, warte mal, wir haben... Eine kleine, ruhige Stadt. Wir haben ein Messer, da oben links. Zu ruhig. Es ist wirklich sehr ruhig aktuell. Man hört so ganz leise so ein bisschen den Regen, ganz, ganz leise, so dieses Platschen. Schon sehr leise, ne? Wir haben ein Messer... Essen. Hallo. Wir gehen jetzt definitiv. Nein. Ich schaue lieber mal nach. Bist du doof? Du schaust lieber mal nicht nach. Wieso gehst du im Haus? Okay. Ja, nein, ey. Bitte geh doch nicht da rein. Tu mir das doch nicht an. Hallo? Ey, du warst doch schon mal hier. Du weißt doch, was passiert. Essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Ach du meine Güte. Boah, was ist das? Hä? Sagte es. Und warum stimmt... Was ist da... Was ist mit ihrer Hand? Was sind das? Es ist nur zu deinem Besten. Alter. Ich sagte doch, geh nicht da rein. Er weiß es ja noch nicht. Wir sahen es schon. Er weiß es nicht. Bitte nicht. Jetzt sieht das. Run. Oh, verdammt. Ich hab dich gewarnt. Ja, deine Schuld. Fuck.
Alter, die wird zum Super Saiyajin. Ah, guter Treffer. Ja, okay, man muss sagen, guter Treffer mit einem Schuss. Obwohl, nee, der hat vorhin auch schon daneben geschossen. Ja, gut. Was ist jetzt mit dem anderen? Egal, geh einfach raus. Geh einfach raus. Oh, verdammt, das war noch nicht alles. Ach du... Eieiei.